Was geht, Leute? Ich grüße euch, komme wieder zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade mal einen Moment, wo ich nicht so krasse Kopfschmerzen habe und so krasse Halsschmerzen. Habe jetzt schon so ein bisschen so Sirup genommen. So, ja, so pflanzliches Zeugs. Aber ich habe jetzt gerade wirklich so einen Moment, wo es mir okay geht jetzt mal, wo ich nicht so krasse Kopfschmerzen habe. Ich habe die ganze Nacht nicht wirklich gepennt. Mein ganzer Hals war zu, voller Schleim und alles, und da konnte ich nicht richtig schlafen. Auch die Kopfschmerzen und sowas alles hat mich wach gehalten. Und so musste ich jetzt den ganzen Tag über quasi schlafen. Dann habe ich mich den ganzen Tag über, ich war schon, was weiß ich, um 8 Uhr, 7 Uhr, war ich quasi schon so aus dem Bett raus. Da habe ich so ein bisschen gechillt, ja, es war nicht mal gechillt, ich wollte einfach mal klarkommen, ja, und bin es nicht wirklich, hatte so einen Kopf, das ist eklig, ich mag es überhaupt nicht, krank zu sein, aber egal, ich wollte euch jetzt auf jeden Fall ein Video geben, erst wollte ich so live gehen, aber vielleicht gehen wir später noch live, wer weiß, wir haben jetzt 18:04 Uhr, ja, vielleicht gehen wir so um 20 Uhr live. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal kurz ein Video geben, auf jeden Fall, weil ich schon jetzt des Öfteren in letzter Zeit diese Kommentare gesehen habe. Und gestern habe ich gesehen, wie zwei Zuschauer denselben Kommentar quasi auch geschrieben haben. So, ja, ich weiß eigentlich, dass diese Person mir nicht zurückschreibt, aber ich schreibe immer noch zurück und sowas und hoffe, dass sich diese Person da meldet, obwohl ich weiß, dass diese Person sich nicht melden wird, obwohl ich weiß, dass da nichts kommen wird. Und ich tue mir nur selber weh dabei. Und ich bin jetzt hier und will dir sagen, hör auf, dich selbst zu verletzen. Wenn sie nicht zurückschreiben oder wenn sie nicht zurückschreibt oder er nicht zurückschreibt, dann lass es sein. Lass es sein. Ich weiß, leichter gesagt als getan und bla 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 bla. Aber wie lange willst du dich noch selbst verletzen? Wie lange willst du dich noch selbst verletzen? Wie lange willst du noch Personen schreiben, die dir nicht zurückschreiben? Oder auch generell, wie lange willst du es noch akzeptieren, dass Leute dir nur Brotkrümel geben? Vielleicht schreibt dir auch, aber du gibst 100% und die geben gerade mal, wenn überhaupt, 10%. Wie lange willst du das noch akzeptieren? Weil manchmal ist das auch so. Es muss ja nicht sein, dass diese Person dir gar nicht schreibt. Es kann einfach nur sein, dass diese Person überhaupt nicht in dich investiert. So wie du in diese Person investierst. Deswegen, wie lange willst du dich noch selbst verletzen? Wie lange willst du das noch dulden, dieses Verhalten? Wie lange machst du das noch mit? Hab mal Selbstrespekt. Wie lange noch? Wie lange noch, frage ich dich. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, aber ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, aber es gibt einfach Dinge im Leben, die müssen wir begreifen. Wir müssen irgendwann mal begreifen, okay, das hier wird nichts. Auch wenn ich unbedingt will, auch wenn ich diese Person unbedingt will, aber diese Person will mich nicht. Deswegen force nichts. Das heißt so viel wie erzwinge nichts. Erzwinge nichts. Ganz ehrlich, die besten Beziehungen sind die, die man nicht erzwingen muss. Das sind immer die besten Beziehungen. Und die schlimmsten Beziehungen sind die, wo du immer am Hinterherrennen bist, wo du immer alles erzwingen musst, wo du immer am Schreiben, am Schreiben, am Schreiben bist, am Investieren, aber diese Person A schätzt es nicht und B geht nicht drauf ein. Deswegen, wie lange willst du dich noch selbst verletzen? Wie lange willst du noch das Ganze mitmachen? Hab Selbstrespekt, verdammt. Hab ein bisschen Selbstrespekt, hab mal ein bisschen Selbstliebe, dass du sagst, ey, ich habe mehr verdient als das. Ich habe mehr verdient als diesen Quatsch da. So, was bringt dir das? Das musst du dich fragen. Ich habe mir irgendwann mal diese Frage gestellt, weil jeder war mal so. Das hat jeder mal durchgemacht. Du schreibst einer Person, die schreibt nicht zurück. Irgendwann habe ich mir so die Frage gestellt: Was bringt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir das, verdammt? Dieser Person die ganze Zeit zu schreiben und es kommt nichts zurück oder nicht so, wie ich es mir hoffe, nicht so, wie ich es verdient habe, nicht so, wie ich es will. Was bringt mir das? Was bringt dir das? Da die ganze Zeit zu schreiben, zu schreiben. So, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee.
So, ich weiß jetzt nicht, ob das alles schlimmer macht oder ob das alles besser macht, aber ich denke, schlimmer geht es eh nicht mehr. So, ich habe schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Aber der Hals ist jetzt relativ okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe den ganzen Tag noch nicht wirklich, ich trinke nur Wasser, 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 Wasser. Habe auch noch nicht wirklich so richtig was gegessen. Habe schon so ein bisschen was gegessen, aber nicht richtig, richtig. Ja, weil ich einfach auch nichts runterbekomme. Richtig, aber ey, man schlägt sich durch. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Um 18 Uhr, was will ich? Erste Kaffee, egal, egal. Ich brauche das jetzt einfach. Ganzen Tag noch keinen Kaffee getrunken, das geht gar nicht. Ich muss meine Kaffeesucht besänftigen. Nee, Spaß. Nee, wie gesagt, irgendwann habe ich das verstehen müssen. Irgendwann, das ist so ein Prozess, den musst du eingehen. Irgendwann musst du es kapieren. Irgendwann musst du es kapieren. Ich kann dir jetzt nur diese Message hier geben, ich kann dir jetzt nur dieses Video hier geben, aber ich denke, was ihr braucht, ist eine ultimative Verletzung. Dass ihr so ultimativ mal verletzt werdet. So, das ist nicht, weil ich euch was Böses wünsche. Nee, manchmal muss man verletzt werden, um die Augen geöffnet zu bekommen. Vielleicht siehst du dann diese Person mit einer anderen Person. Oder auf einmal ist diese Person jetzt mit einer anderen Person zusammen und jetzt kannst du eh schreiben, wie du willst. Die Person ist vergeben und das verletzt dich jetzt mega. Ist mir dann auch passiert. Und dann musste ich checken, warte mal, ey, die Person wollte mich eh noch nie. Also, wenn die nach 2 Wochen jetzt direkt einen neuen Typen hat, ey, nee, dann warum soll ich hier schreiben, wenn nichts kommt? Warum soll ich hier geben, wenn mir nichts gegeben wird? Warum soll ich das tun? Wofür? Wofür eine Person schreiben die ganze Zeit und in eine Person investieren, die kein bisschen in dich investiert? Wofür? Wofür? Du könntest viel, viel bessere Menschen, du könntest viel bessere Menschen in deinem Leben haben, wenn du endlich mal deinen Selbstwert erkennen würdest, wenn du endlich mal erkennen würdest, ey, ich habe Besseres verdient als das, ich habe mehr verdient als das, ich hab's verdient, dass mir eine Person zurückschreibt, weil es kommt alles aus dem Mangel raus. Das kommt alles so aus dem Mangel raus, wenn du die ganze Zeit einer Person schreibst, schreibst, schreibst und die schreibt dir nicht zurück. Das ist alles, weil du so in diesem Mangeldenken bist, weil du nicht glaubst, dass du Liebe verdient hast. Und deswegen jagst du diesem Schmerz hinterher, aber Liebe ist kein Schmerz. Liebe ist kein Schmerz, macht euch das klar. Und wenn du diesem Schmerz hinterherrennst, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist alles nur Selbsthass quasi. Um es mal ganz krass zu sagen. Das kommt alles aus dem Selbsthass, aus dem Selbstzweifel. Ja? Weil du dich selbst nicht schätzt, weil du dich selbst nicht liebst, weil du dich selbst nicht als wichtig ansiehst. Ja? Deswegen erkenn endlich, dass du viel, viel mehr verdient hast als das. Viel, viel mehr. So, es liegt alles an dir. Es startet und endet alles mit dir, aber du musst es wollen. Du musst ein besseres Leben für dich selbst wollen. Du musst es wollen, dass du bessere Menschen so anziehst und sowas. Du selbst musst es wollen. Ich kann dir das jetzt alles nur hier sagen, aber im Endeffekt liegt es an dir, es zu begreifen. Okay, warte mal. Ich habe wirklich mehr verdient als das. Ich kann wirklich bessere Menschen abbekommen, wenn ich nicht mehr diesem Schmerz hier hinterherlaufe und lauter solche Geschichten. So, es liegt alles einzig und allein an dir. Es liegt alles an dir. Wie lange tolerierst du dieses Verhalten noch? Weil früher, vor einigen Jahren, war ich noch ganz genauso und bin hinterhergerannt, hinterhergerannt, hinterhergerannt. Bis ich irgendwann mal begreifen musste, ey, diese Person will mich einfach nicht. Und das ist okay. Aber da draußen gibt es genügend Leute, die mich wollen. Genügend Personen, die mich wollen. Deswegen oftmals blocken wir
die ganzen guten Menschen aus und jagen nur den ganzen schlechten hinterher. Die ganzen guten Gelegenheiten, denen gehen wir aus dem Weg. Ja? Menschen, die sich dir anbieten, die sich dir so präsentieren und so, die dir helfen wollen, die gut für dich sein wollen und sowas, die blockst du aus, aber jagst nur denen hinterher, die dich nicht wollen. Weil wir so, ja, so ist halt der Mensch. Der Mensch will halt das, was er nicht bekommen kann. Aber das ist halt falsche Programmierung. Das ist halt, ja, falsche Programmierung. Du musst da raus aus dieser Programmierung. So, ich will das, was ich nicht bekommen kann und so. Weil das ist immer nur, du läufst immer nur dem Schmerz hinterher. Du läufst immer nur dem Schmerz hinterher. Anstatt die Leute aufzunehmen, die auch in dich investieren. Wäre doch viel einfacher. Viel besser. Wäre doch viel besser. Die Leute aufzunehmen und den Leuten zu schreiben, auch die dir zurückschreiben, die dir dasselbe zurückgeben und alles, ist doch viel besser, als hier dem Schmerz die ganze Zeit hinterher zu laufen und Leuten hinterher zu kriechen und hinterher zu laufen, die kein bisschen in dich investieren. Deswegen, es liegt alles an dir. Willst du endlich den Schmerz beenden, dann lass es sein. Und sobald du merkst, dass diese Person nicht zurückschreibt, lass es sein. Lass es sein. Lass es einfach. Weil wenn man etwas erzwingt, da kann es nie gut enden. Aber Dinge, die natürlich passieren, du siehst da eine und sie grinst dich an, du grinst sie an, ihr tauscht die Nummer aus, ihr trefft euch, das ist cool. Aber du siehst da eine, sie guckt dich nicht mal an, du gehst auf sie zu und sie gibt dir gerade mal so die Nummer, so hart erkämpft, du musstest sie erstmal so beeindrucken und ihr erstmal was kaufen und das machen und dies machen und dann, du schreibst, sie schreibt nicht. Du schreibst, sie schreibt nicht. Schreibt, ey, lass mal treffen, sie hält dich die ganze Zeit hin. Das ist doch Kopfschmerz. Das andere ist doch viel besser. Du lernst eine Person kennen, ihr grinst euch an, tauscht die Nummern aus, weil ihr beide aufeinander steht, beispielsweise, boom, eins führt zum anderen, Beziehung, dies, das, fertig. Und da bist du nicht dem Schmerz hinterhergerannt. Deswegen, es liegt alles nur an dir. Was akzeptierst du noch? Irgendwann, Leute, habe ich mir gesagt, ich akzeptiere das nicht mehr. Ich will das nicht mehr akzeptieren, dieses Verhalten. Wenn Leute so kommen, dann lasse ich sie gehen. Ganz einfach. Wenn ich merke, oh, hier ist eine und sie schreibt trocken, schreibt kalt, schreibt nicht richtig zurück, schreibt nach Stunden erst zurück, investiert nicht so, wie ich investiere, Ghost, ich lasse es sein. Deswegen, ich wollte das jetzt einfach mal mit euch teilen, weil ich diese Kommentare gesehen habe und habe mir gedacht, ey, ich muss dazu ein Video machen. Ich muss dazu ein Video machen, auch wenn es jetzt etwas später ist, ja, krankheitsbedingt. Wie gesagt, vielleicht, wenn ich es schaffe, dann gehen wir später noch live. Aber ich kann nichts versprechen, ich habe halt brutalste Kopfschmerzen. Meine Nase, mein Hals sind so zu und da will ich ungern so vor der Kamera sein, so komplett kaputt. Deswegen gebe ich euch Videos, wenn ich es kann, jetzt so in der nächsten Zeit, so lange, bis ich dann wieder gesund bin und dann sind wir wieder back in the game. Ja, wie gewohnt auf jeden Fall. Aber ja, was gibt's noch zu sagen? Gibt's noch irgendwas zu ergänzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall liegt es nur an dir. Und es liegt alleine nur an dir, zu erkennen, wer wirklich Interesse hat und wer nicht. Deswegen, sobald du merkst, dass eine Person dir keine Interesse zeigt, kein Interesse gibt und sowas und es dir schwer macht, renn nicht hinterher. Mach nicht diesen Fehler und renn dann hinterher und alles. So. Wenn du, weil das ist immer das Lustige. Das ist immer das Lustige. Jedes Mal habe ich das erlebt. So, sobald du einer Person so hinterherrennen musst
Und du hast es irgendwann dann mal geschafft. Du hast es irgendwann dann mal geschafft und ihr trefft euch und so ein Quatsch, ja. Dann merkst du auf einmal, ey, es hat sich ja gar nicht gelohnt, weil die Person, die ist voll uncool. Die entspricht gar nicht meinen Erwartungen, so, weil oftmals diese Leute wissen ganz genau, wie die sind und dass du nicht auf die stehen würdest, ja. Das ist auch noch ein wichtiges Wissen. Viel zu hell. Diese Leute wissen ganz genau. Deswegen halten sie dich ja hin. Sie sehen oftmals, ja, ist jetzt nicht immer so, aber oftmals ist es so, sehen die, wie toll du bist und die haben Angst vor dir und denken sich, oh nein, ich darf ihn oder sie, ich darf ihn jetzt nicht so nah an mich ranlassen, weil wenn er sehen würde, wie ich wirklich bin, dann würde er mich gar nicht wollen. Deswegen halten die dich so hin. Mach dir das auch klar. Oftmals halten die dich nur hin, weil die Angst davor haben, dich nah an die ranzulassen, weil die ganz genau wissen, wie miserabel die sind. Oder dass du die eigentlich gar nicht wollen würdest, wenn du wissen würdest, wie die wirklich sind. Deswegen, ich belasse es jetzt mal hier. Ich merke jetzt wieder ein bisschen Kopfschmerz. Ich muss jetzt meine Kraft sparen. Ja, aber das war jetzt auf jeden Fall auch noch wichtiges Wissen zum Schluss. Merkt euch das alles. Und dann in diesem Sinne auf eurem Weg wünsche ich euch nur das Beste. Stay blessed. Peace.